Frau Meier gelassen, aber der Region werden sie erwartet für die Kreuz. In der Startvorbereitung eine Fokker E3, geflogen von Thomas Bergmann, vom MFSC Federlust e.V., kleiner Holzbausatz, ein Kampfflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg, Spannweite 3,20 Länge 240, anliegend mit Profi 180. Und der Erbauer war der aktuelle Schöpfer. Das zweite in der Startvorbereitung haben wir keine Unbekannten. Und zwar den Emmerich Deutsch. Wir haben bis jetzt das 2x7 GA. Mit dem Ringo als Unterhalter. Mit einer von 30 einer Länge von 2 und alle 7 die Flamingo. Von Alkohi S250. Ja, es gibt eine Vereinigung in München, die haben diesen Ude Flamingo nachgebaut, hatten aber vor 3 Jahren einen Startunfall. Gar nicht weit weg von hier in Kankosch, aber da wollen wir nicht mehr drauf eingehen, alles gut gegangen. Flugzeug wird dann wieder aufgebaut, ist jetzt wieder fast fertig. Und bekanntester Pilot für diesen Ude Flamingo war der Schauspieler Heinz Rühmann. Ganz genau. Ja, die Fokker E3 hat im Original keine Querruder, sondern nur eine Flächenverbindung über Stahl. Und den Thank you.